So, Straßen werden immer mehr gebaut. Er kann direkt aus dem Steinmetzzelt holen. So, du hast Warenmenge hergestellt. Dann mach nochmal drei, da sind wir schon mal bei... Haben wir schon Schwerter? Ja, zwei. Mach mir eins. Oder mach mir sechs gleich mal. Da sind wir nämlich bei 15. Du bist Eisenschmelzer, das heißt, ja. Ich werde erstmal dann Eisenüberschuss machen. Und ja, Jäger liefert auch langsam immer mehr Nahrung. Das ist sehr gut. Mehlprobleme haben wir auch keine. Wie gesagt, wenn der Junge erwachsen ist, wird er Kundschafter, dann setzen wir neue Dinger und halten hier noch ein bisschen den Wald ab, dass wir hier eine Straße durchziehen können, vorbei an der Lehmhütte. Am besten hier oben rum und von hier unten auch eine. So, du kannst trainiert werden. Dann trainieren wir dich mal ein bisschen. Und du hast den Waffenschmied erfunden. Was? Nahrung? 24 von 15. Wow, das haben sie aber gut hingekriegt, die zwei Frauen. Speere sind drei eingelagert. Alles andere ist gut eingelagert schon mal. Oh ja, du musst wieder Gold machen. Wir haben halt auch nicht so viel Gold jetzt hier, dass wir in Überschuss Soldaten für fördern können. Wir müssen uns dann halt mehr auf schwächere Soldaten konzentrieren. Also irgendwann. So. Kundschafter. Oh, das heißt, ich kann hier nicht mal Wegweiser mehr hinsetzen. Gut, das heißt, ich werde die beiden miteinander verbinden müssen, so, dass sie die kürzere Strecke gehen. So, du bist Werkzeugschmied, gut. Das heißt, du machst hier oben einfach mal nur ein paar Bäume weg. Dass wir hier einen Weg durch haben. Damit wir nämlich hier dann... Ach, die können wir auch so bauen, die Straße. Aber ich will auch von hier unten aus nach oben eine Straße ein bisschen bauen. Von daher weg mit den Bäumen. Meine Holzfäller brauchen die ja nicht unbedingt direkt vor der Nase. Also die haben hier auch hier unten genug Wald. Und er hat hier oben noch Wald.
Mehr als genug. So. Du hast das mal Zivilist. Und dann können wir von hier aus noch eine Straße hier hochbauen. So. Oder weißt du was? Auch wenn wir kein Haus für dich haben, Bauarbeiter mal. Da hast du wenigstens was zu tun, bevor du uns auf der Tasche liegst. Ja, und da müssen wir irgendwann mal warten, dass wieder Stein reinkommt. Was machen eigentlich meine beiden normalen Bauarbeiter? Wo bist denn du? Meine Güte, du bist arg weit vom Schuss ab. Der andere ist da drüben. Weit vom Schuss ab. Warum geht ihr nicht nach da unten? Da sind noch ein paar Steine für euch. Kleiner Scherz am Rande. So, jetzt arbeiten sie auch wieder. Gut. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Gut, das heißt, du schmilzt jetzt mal wieder. So, sucht Eisenerz. Dann müsste es da oben in der Eisenmine noch welches geben. Sven ist sehr erfahren und kann trainiert werden. Das ist gut. Da kommen wieder Straßen zustande. Wir haben keine Steine mehr. Ach, unsere Bauarbeiter finden aber da noch Steinchen. Da liegen noch Steine rum, okay. Da liegen auch noch ein paar Steine rum. So, sogar da findet er noch Steine. Oh Gott, gehen die weit rüber, um Steine zu holen. Ja, demnächst muss ich gucken, dass ich meine Truppen ausbilde. Du bist hungrig, ja okay. Deswegen wirst du ja jetzt nur nach Hause gehen. Na gut, die Steine gehen ja noch.
Ja, wir haben noch ein bisschen was, was wir verbinden müssten. Ja, du bist der Bauarbeiter, der ohne Heim und Nahrung auskommen muss. Du wirst ja irgendwo Nahrung finden, hoffe ich mal. Oh, sehr schön. Wir kriegen langsam wieder ordentlich Goldnuggets rein. So wie er immer noch Eisen zu produzieren scheint. Lassen wir ihn noch das eine Eisenwerkzeug machen, dann löst er ihn ab beim Eisenschmelzen. Ja, du bist ein Träger, du bist hungrig, dann geh was essen. Wie gesagt, wenn wir die Bögen und die Waffenröcke abgeholt haben, relativiert sich das mit dem Hunger von den beiden. So, du findest gerade keine Pilze mehr. Deshalb so wild. Du wirst jetzt eh wieder erstmal Druide. Und stellst aus deinen Pilzen Öl her, so viel du kannst. So, du kannst wieder trainiert werden. Naja, hier wären noch jede Menge Pilze. Also sollte ich doch hier irgendwo in die Lichtung den Wegweiser machen. Ein paar Steine liegen noch hier rum. Die Straße ist eh fast fertig. So, suchen wir uns mal unseren überschüssigen Bauarbeiter, ihn hier. Du suchst wieder an den komplett bescheuerten Orten nach Stein. Findest ihn sogar da unten. Jetzt gehst du aber erstmal... Na okay, penn erstmal. Dann werde ich wirklich hier in die Lichtung noch einen Wegweiser setzen, weil hier sind jede Menge Pilze noch. Die nachher unsere Druide sammeln sollte. Hier hat er nämlich wirklich alles schon abgesammelt. Wenigstens scheint es so, als ob unser Jäger genug Leder machen kann. Auch wenn er zum Lederabladen immer da hochlaufen muss. Komm, futter mal ein bisschen was von dem Jägersfleisch. Das wird dir besser tun als die... Okay. Du gehst schmelzen. Du gehst Rüstung schmieden. Du... Eisenschmelzer. Ich sollte ihm wirklich das gesamte Gold erst einmal abbauen lassen.
Und ja, das ist das wirklich das einzige Gold, was wir hier haben. Hier in den Bergen sehe ich kein bisschen Gold. Höchstens, dass hier vielleicht noch irgendwo welches ist, aber da ist doch der Weg wieder weit und die Indianer sind im Weg.